Es ist jetzt Samstag. Wir machen heute eine kürzere Einheit. Es regnet leicht. Die Herren über 45 sind schon hier, verstecken sich allerdings beim Regen leicht unterm Dachvorsprung, außer ihr Trainingsfleißigster, der Harald Ille, der macht schon den Hampelmann. Währenddessen müsste der Uwe Trendelenburg langsam aus diesem Haus heraustreten, sodass wir unseren ersten Trainingslauf starten können. Wir verlassen jetzt Gleis in Richtung Garmisch, der Bahnlinie entlang. Ich selbst weiß noch gar nicht, wo uns die Strecke hinführt. Und der Uwe bekommt gleich einen Arschtritt von mir. Okay. Oder vielleicht was anderes. Wir werden sehen. Ist doch ganz klar, dass der Verein oder er sagt das ja, sie verrechnen ja nicht viel, ne? Die wollen den Abstieg vermeiden, das ist alles, was er sagt. Aber dann darf ja, wenn man halt noch Geld in den Karten mal da ist, ist dann der Trainer schon weg, weil er sich wieder mitkommen will. Und ich sage immer, ja, ich will den Blumen treffen, wenn er nicht wert wird. Jetzt, oder? Ja. Wartet. Warte. Lass mal ins. Warte noch nicht rein. So. Stopp. Und Wolfgang. Da kommt der Wechsel. Herr Frank. Oh.
nur laufen, ja, aber keine Beschwerden. Aber das passt ja. Ich mach weiter. Das ist ein Zugrot. Der andere ist der Fahrradcomputer. Der Dame. Ja. Scheiße. Ich muss nochmal. Die Linse ist zwar jetzt leicht beschlagen, ist hier jetzt kurz wieder vor Gleis, läuft parallel zur Bundesstraße zurück und haben es dann gleich auch wieder geschafft. Wir werden so circa auf 11 Kilometer kommen, Gesamtstrecke, und das war's dann. Also schon mal heute Mittag wird der nächste Lauf gemacht. Wir sind jetzt wieder zurück im Gleis. Haben genau 11 Kilometer absolviert. Haben jetzt noch 300 Meter bis zur Pension. Es war heute leicht kühl und regnerisch, aber diese Atmosphäre in den Alpen hat auch was. Okay, heute Mittag steht dann der nächste Trainingslauf auf dem Programm, auch wieder über 10 Kilometer. Done, so you just pack your bags. A man.